So, also bei mir ist es jetzt 14.05 Uhr. Schönen guten Nachmittag zusammen. Mein Name ist Hans Braun. Ich bin aus dem ja, quasi Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln, aber eigentlich aus dem Zentrum für präventive Dopingforschung und dem Manfred-Donig-Institut für Dopinganalytik. Aber das tut jetzt so im Detail nichts zur Sache. Wir haben dort eben die Abteilung Sporternährung, die dann im Rahmen des Projekts Momentums auch die Ernährungsanalysen durchführt, Ernährungsberatungen durchführt im Einzelgespräch, aber dann auch auf Workshop-Ebene. Wir haben auch das eine oder andere Forschungsprojekt, insbesondere im Nachwuchsbereich, ob das dann Flüssigkeitsmanagement ist oder Ernährungserhebungen oder auch vielleicht speziell mal was zum Vitamin D. Das sind so unsere Felder, die wir bedienen. Und ich freue mich, dass zumindest einige dabei sind. Klar, vielleicht hat der ein oder andere auch einen Terminkonflikt mittlerweile und dass die Anmeldungen doch größer sind als die aktuellen Teilnehmerzahlen. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Folien vorbereitet und freue mich dann auch auf Fragen, gerne auch zwischendurch. Und wer mag, darf auch gerne seine Kamera anmachen, falls es einen persönlich nicht stört. Das ist immer netter, in ein paar Gesichter zu blicken. Gut. Ansonsten vielleicht wenigstens einen Daumen hoch, ob ich gehört werde. Von Eva Engelmeier weiß ich das, dass sie mich schon gehört hat, aber vielleicht auch von den anderen, dass man nicht am Schluss irgendwo reinspricht und es kommt nichts bei rum. Vielen Dank. Super. So, um was geht es eigentlich bei jetzt dieser Präsentation zum einen, aber auch bei der Ernährungsberatung innerhalb des Projekts Momentums bzw. dem Basischeck? Als wir 2006 damit begonnen haben, und da möchte ich eine kleine Zeitreise machen, war es eben so, dass wir auch zu dem Zeitpunkt, genauso heute, schon eine unzureichende Datenlage hatten zum Ernährungsstatus von jugendlichen Leistungssportlerinnen. Und wir sehen, das wird auch 2014 noch so in der Publikation dargestellt. Und 2006 war eigentlich da nicht viel da, erst recht nicht auf Deutschland bezogen. Aber es war bekannt oder es ist auch bekannt, dass Nachwuchsathleten und Athletinnen aufgrund von Wachstum und Entwicklung, aber natürlich dann auch Training und Wettkampf schon einen höheren Nährstoffbedarf haben. Die Herausforderung ist jedoch, dass wir den Nährstoffbedarf nicht im Detail kennen. Wir haben Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr, aber wie der individuelle Bedarf ist, den wissen wir nicht ohne weiteres. Und jetzt ist das nur, weil jemand 16 Jahre alt ist, nicht unbedingt gleich, sondern 16-Jährige können unterschiedlich gewachsen sein, die haben unterschiedliche Trainingsbelastungen, die Wettkampfsaison variiert innerhalb der Sportarten, die wir begleiten dürfen. Und so gesehen haben wir hier keine einheitliche, ja, Nährstoffbedarfe zu erwarten, sondern sie sind schon variabel. Klar, sicherlich in einem bestimmten Rahmenvariabel, aber wir können sie nicht fixiert als gleich betrachten und wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir die ohne weiteres erkennen und erfassen können. Und damit man mal kurz auch mitkriegt, von wem wir es innerhalb dieses Momentum-Datenpools zu tun haben, das ist natürlich dann den Daten, glaube ich, so die ersten 300 vollen Datensätze, die wir hatten. Das sind mittlerweile natürlich einige mehr, aber da sehen wir, wir hatten Athleten zwischen, in dem Fall ausgewählt, 13 bis 18 Jahre und da lagen die Körpergewichte zwischen 33 und 123 Kilo, die Körpergröße entsprechend um 60 Zentimeter Abstand. Und wir hatten auch sehr unterschiedliche, zum Beispiel auf Basis unserer Körperfettmessungen, sehr unterschiedlichen Körperzusammensetzungen und bezogen auf unser Protokoll, in dem wir eine Woche lang die Ernährung und die Trainingsdaten dokumentieren. Eine unglaubliche Spannweite hinsichtlich Trainingsumfang, wobei natürlich bei 3 Stunden 47, ich glaube, das war eine Turnerin, die natürlich sehr lange Aufenthalte hat in der Halle. Und beim 11-minütigen, da weiß ich es nicht mehr genau, aber da wird es dann so sein, dass es eben eine Trainingswoche war mit einer Einheit, vielleicht auch zwei kurzen Einheiten, weil es eben eine Übergangsphase war in der Saison. Das sehen wir auch schon. Eine Herausforderung, wenn wir die Ernährungssituation dokumentieren wollen, welche Phase des Jahres nehmen wir und kann eine einmalige Ernährungsdokumentation in einem Jahr, im Jahr repräsentativ sein für ein Trainingsjahr? Ich stelle das so als Frage, aber klar, jeder wird sich die Antwort selbst formulieren. Das ist natürlich nicht so, sondern wir haben verschiedene Phasen des Jahres, daraus existieren oder entstehen verschiedene Nährstoffbedürfnisse, Energiebedarf ist variabel und daraus resultiert ein unterschiedlich hoher, zum Beispiel Kohlenhydratbedarf.
Daher ist es gar nicht so einfach, ein Abbild zu geben. Nichtsdestotrotz versuchen wir das mit diesem Projekt. Warum? Weil wir wollten schon mit der Station Ernährungsberatung den Ernährungsstatus bewerten in Bezug auf Gesundheit, aber auch natürlich Belastung und Sportart. Mit dem Hintergrund, dass wir erstens eine individuelle Rückmeldung geben wollen den jungen Athletinnen und Athleten, die zu uns kommen, aber natürlich dann auch Daten generieren. Das ist ja dann der wissenschaftliche Auftrag, den wir haben, die Ernährungssituation im Nachwuchsleistungssport mal besser zu erfassen, ohne Intervention, einfach nur deskriptiv eine Situation darstellen und natürlich daraus dann auch zu lernen und das Ganze hoffentlich in die richtige Richtung zu entwickeln. Sie haben vielleicht im Rahmen der letzten Vorträge, wenn Sie dabei waren, schon mal den Ablauf gesehen bei Momentum. Der sieht mittlerweile etwas anders aus als noch vor 15 Jahren. Nichtsdestotrotz war klar, jede Disziplin bekommt einen gewissen Zeitslot zur Verfügung gestellt. Wir hatten zu Beginn die Ernährung auf 30 Minuten, mittlerweile sind wir bei 45 Minuten. Und wir hatten auch die Termine eher morgens. Da liegt jetzt mittlerweile die komplette Sportmedizin. Und wenn wir Ernährungsdaten erfassen wollen, gibt es natürlich sehr viele verschiedene Methoden. Wir könnten zum Beispiel über ein 24-Stunden-Erinnerungsprotokoll per Interview die Ernährungssituation erfassen. Wir haben aber auch natürlich dann andere retrospektive Methoden. Aber letztendlich haben wir uns dazu entschieden, ein Ernährungsprotokoll 14 Tage vor einem Termin an der Sporthochschule Köln, so einen Momentum-Termin, zu verschicken. Und gleichzeitig dazu ein Aktivitätenprotokoll, das wir auch im Rahmen einer Studie mit dem Kollegen Carsten Köhler aus München, da damals bei uns war, validiert hatten über doppelt markiertes Wasser. Und diese beiden Protokolle, dazu noch Fragebögen rund um den Nahrungsergänzungsmittelkonsum und auch Fragebögen so zum Gesundheitszustand, Vorlieben im Bereich Lebensmittel, Unverträglichkeit und so weiter. Das alles ging vor 15 Jahren noch per Kopie raus in Form von Unterlagen. Wir haben eine Vorlaufzeit gewährt von einer Woche und hatten, das haben wir auch versucht, immer mal wieder umzusetzen. Manchmal kriegt man aber wirklich keinen Kontakt zu den Sportlern, dass wir dann anrufen, um eben A, mitzubekommen, sind die Dokumente angekommen und B, sind die Hinweise, die Informationen rund um die beiden Protokolle, Ernährungsprotokolle und Aktivitätenprotokolle, verstanden worden. Weil gerade im Nachwuchsbereich ist man vielleicht das erste Mal in Kontakt mit solchen Dokumentationen und dann macht es schon Sinn, dass vorher darüber gesprochen wird, warum wird das gemacht, was sind die Ziele, welchen Nutzen habe ich als Sportler davon und natürlich, welche Fallstricke gibt es bei der Dokumentation und damit man möglichst gute Qualität an Dokumentation erzielen, macht es Sinn, das vorher zu besprechen. Dann gab es einen Zeitpunkt X, meistens eben dann ein Mittwoch oder Donnerstag, zu dem begonnen wurde. Und zwar das 7-Tage-Ernährungsprotokoll wurde bis zum Tag vor dem Termin an der Sporthochschule durchgeführt, also standardisiert hier vorgegangen. Und wenn es möglich war, haben wir hier nochmal am zweiten, dritten Tag des Protokolls angerufen oder machen wir immer noch, um eben hier eine Rückmeldung zu haben, klappt alles, gibt es Fragen, ist die Umsetzung klar? Also das sind schon wichtige Größen aus meiner Erfahrung hier beim Momentum, aber auch an den Olympiastützpunkten, dass dieser Austausch, dieser Kontakt bei der Dokumentation von Ernährungsdaten einfach eine wichtige Größe sind, um Fehler zu vermeiden. Die Protokolle werden dann mit zum Termin an der Sporthochschule gebracht. Da gibt es dann verschiedene nüchtern Messungen und während die jungen Sportler auf diese Messungen warten, sind wir kurz die Protokolle durchgegangen, beziehungsweise machen wir das ja immer noch und prüfen diese Protokolle, ob die plausibel sind, ob es Fragen gibt, die uns direkt auffallen, damit wir das direkt auch klären können, solange die noch quasi im Wartezimmer sitzen und auf die ersten Untersuchungen warten. Und wenn das alles erledigt ist, geht es direkt an die Auswertung, die schon bis so eine Stunde dauert, der Protokolle, und sammeln dann da quasi auf Basis des Ergebnisses bei der Auswertung schon bereits erste Informationen, die wir dann in einem direkten Beratungsgespräch von 45 Minuten
versuchen, an die Athleten ja, zurückzugeben mit praktischen Lebensmitteltipps und auch Mengen und Verbesserungen, Optimierungsmöglichkeiten. Letztendlich dann auch versuchen, in dem Gespräch aufzuzeigen. Und das Gespräch, was natürlich nicht ein Monolog darstellt von den Beratenden aus, wird dann nochmal in einem Bericht zusammengefasst, der dann auch in der Gänze nochmal vielleicht eine halbe Stunde Zeitumfang bedarf. Also wir sind hier schon pro Athlet 3, vielleicht auch mal 4 Stunden beschäftigt, ist aber ganz gut organisiert und wird von verschiedenen Personen im Team umgesetzt. Das vielleicht mal so zum zeitlichen Ablauf, aber deswegen ganz wichtig, wenn wir bei uns in unserem, geht dann nochmal schnell zurück, in unserem Zeitslot ist ausschließlich geplant, mit dem Sportler, mit der Sportlerin zu sprechen über die Dokumentation der Ernährung, die ja im Vorfeld stattfand, über die Ergebnisse, aber natürlich über auch weitere Fragen, die sich dann im Gespräch ergeben. Das heißt, unser Ziel bei der Planung der Methodik war ganz klar, wir wollen ein Ernährungsberatungsgespräch haben und müssen also in der Lage sein, im Vorfeld Daten zu sammeln. Und das geht dann eben nur mit so einer Form des Protokolls und nicht mit einem Interview an dem Tag. Das ist bei einer Leistungsdiagnostik natürlich nicht möglich. Da muss ich die Leistungsdiagnostik eben vor Ort machen. Die kann ich natürlich vielleicht auch vorher machen und dann über Ergebnisse sprechen. Aber jede Untersuchungsstation hat da so ihre eigenen Herausforderungen. Vielleicht ein bisschen detaillierter zu den Protokollen. Das Ernährungsprotokoll geht also 7 Tage. Wir haben uns damals entschieden, ein Protokoll zu formulieren, bei dem eine Lebensmittelauswahl vorgegeben ist, also kein klassisches Wiegeprotokoll, bei dem man dann ein leeres Papier hat und dann eben alles abwiegt, was gegessen werden soll. Das ist sicherlich, wenn es gut gemacht wird, genauer. Aber auch ein enormer Aufwand und insbesondere für unerfahrene 13- bis 18-Jährige in diesem Themenfeld nicht so einfach zu handeln. Und wir haben auch Portionsgrößen eingesetzt, die typisch sind. Wir wissen aber auch, dass ein 90 Kilo Nachwuchsathlet oder eine 50 Kilo Nachwuchsathletin unterschiedliche Vorstellungen von Portionen haben oder was ein Teller Nudeln ist oder ein Müsli. Und deswegen haben wir schon auch motiviert und auch in den Gesprächen und schriftlich darauf hingewiesen, dass die vorgegebenen Portionen verändert werden können. Und das ist mal ein Beispiel von einem sicherlich auch sehr gut umgesetzten Protokoll. Die Athletin hat letztendlich hier per Striche dokumentiert, ich habe einen Apfel gegessen an Tag 1, an Tag 2 auch. Jetzt wissen wir natürlich, dass ein Apfel auch mal 110 Gramm oder 150 Gramm sein kann. Das ist einfach letztendlich die Herausforderung zwischen wenig Aufwand für die Athleten und trotzdem Daten zu generieren und natürlich einem hohen Aufwand. Dafür aber brechen viele nach 2 Tagen ab, weil sie keine Lust mehr haben. Und nichtsdestotrotz war die Athletin in der Lage, eben das so weit zu individualisieren, das Protokoll, dass sie Lebensmittel, die nicht verfügbar waren, auf der Liste ergänzt hat. So ist es nämlich auch vorgegeben und gewünscht und auch Portionsgrößen gegebenenfalls verändert. Und das ist dann genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass das je nach Situation angepasst wird an die tatsächliche Situation und wir werden das bei der Auswertung dann auch gut berücksichtigen können. Im Sport, aus meiner Sicht, aber da bin ich nicht alleine, bringt die Bewertung der Ernährungssituation fast nichts, wenn nicht die Situation zur körperlichen Aktivität mit erfasst wird. Ich muss in der Lage sein, Ernährungsdaten ja in den Kontext zu bringen zum energetischen Bedarf. Und der energetische Bedarf, der hat natürlich auch einen Einfluss auf die Verteilung der Nährstoffe. Es ist ja ein großer Unterschied, ob eine Person in der Trainingsphase, die vielleicht eher gering intensiv ist, wenige Umfänge und vielleicht 2500 Kalorien benötigt und eben eine Phase hat, wo die Person vielleicht 4 oder gar 5000 Kalorien benötigt, dann ist ja klar, dass das auch eine Konsequenz hat auf unterschiedliche Kohlenhydratmengen, Proteinmengen und auch Fettmengen. Und wir bedienen uns dem Compendium of Physical Activities nach Barbara Ainsworth. Gibt es eine sehr schöne Website auch dazu.
Und dort hatten wir dann ein Aktivitätenprotokoll entwickelt, analog eben auch in der Dokumentation zum Ernährungsprotokoll. Und es sollten hier Minuten oder auch Stunden an Schlaf werden eingetragen, an sitzende, liegende Tätigkeit, also sprich wirklich abhängen vom Fernseher ist damit gemeint, natürlich auch Schule. Und hinter diesen Aktivitäten stehen sogenannte METs, das sind Multiplikationsfaktoren des Ruheumsatzes, den wir natürlich in dem Fall nur berechnen können und nicht messen, weil dafür einfach die Zeit nicht bleibt an der Sporthochschule an diesem Tag. Und nichtsdestotrotz haben wir das mit doppelt markiertem Wasser, dieses Aktivitätenprotokoll, validiert und wir kamen da zu einem wirklich zufriedenstellenden Ergebnis, sodass wir schon der Meinung sind, dass dieses Protokoll einen guten Hinweis gibt, wie hoch der Energiebedarf der einzelnen Athletinnen und Athleten ist. Aber klar, es sind Herausforderungen, wie dokumentiere ich Krafttraining, wie dokumentiere ich mein sportartspezifisches Training. Das ist also, wie dokumentiere ich die Pausen, ist nicht alles andere als einfach mal trivial dahin geschrieben, sondern auch dazu gibt es umfangreiche Beschreibungen, wie das vonstatten gehen soll. Und wie schon gesagt, geht es dann, wenn die Protokolle wirklich sinnvoll ausgefüllt sind, wenn natürlich schon von vornherein klar ist, dass einzelne Tage fehlen oder ganze Seiten, keine einzige Striche haben hinsichtlich bestimmter Lebensmittelmengen, dann kann man eigentlich nachfragen, hast du tatsächlich keine Milchprodukte gegessen oder tatsächlich kein Obst und Gemüse gegessen? Wenn es eine Bestätigung gibt, okay, aber ansonsten, wenn dann auffällt, oh, die Seite habe ich gar nicht gesehen oder übersehen, dann macht eine Auswertung im Regelfall eigentlich auch gar keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, also beziehungsweise da kann man die 45 Minuten natürlich trotzdem gut nutzen, aber wir haben eben keine Daten, die die Ernährungssituation vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben als nur die subjektive Beobachtung. Wir werten unsere Ernährungsdaten aus mit der Software ABIS Pro. Da gibt es verschiedene Oberflächen. Wir hatten uns für ABIS Pro entschieden, weil wir da mit den Originaldaten besser arbeiten können. Also der Transfer zu Excel zum Beispiel klappt sehr einfach und sehr leicht. Das ist bei manchen Systemen nicht möglich. Entscheidend ist eigentlich für uns, dass wir den Bundeslebensmittelschlüssel als Datenbank nutzen. Man muss aber dazu sagen, vor 15 Jahren, als wir angefangen haben, gab es auch noch nicht annähernd die Überlegung, dass es mal Smartphones mit irgendwelchen Ernährungsdaten-Apps gibt, zumindest war es mir nicht bekannt. Darüber hinaus ist es aber auch so, der Bundeslebensmittelschlüssel ist letztendlich die zentrale und einheitliche Datenbank von Ernährungserhebungen, die zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum genutzt werden. Und dann macht es Sinn, sich dieser Datenbank zu bedienen, dann sind wenigstens die Daten aus wissenschaftlicher Perspektive auch einigermaßen vergleichbar. Aber am Schluss haben wir uns eine eigene Excel-Vorlage gebastelt, indem wir dann die Ernährungsdaten, Aktivitätsdaten und so weiter zusammenpacken und können dann tatsächlich in einer einstündigen Auswertung Daten so weit automatisch in bestimmte Felder transportieren, dass wir Hinweise zur Energie- und Nährstoffzufuhr bekommen, beziehungsweise der Energieträger Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und gegebenenfalls Alkohol. Wir kriegen Informationen über die Mikronährstoffzufuhr und natürlich auch können Lebensmittelgruppen zusammentragen und da einen Hinweis geben, ob bestimmte Lebensmittelmengen erfüllt werden, so wie man sich's zumindest im Nachwuchsbereich wünscht. Und das Ganze eben, wie vorhin schon mal gesagt, wird dann in einem Bericht zusammengefasst. Das sind jetzt beispielhaft zwei Seiten. Ich weiß es nicht, wie gut man das in Ihrem Endgerät jetzt sehen kann. Athletin mit 51 Kilo, 1,74 groß, also sicherlich eher groß und schlank in diesem Fall, bei 70-minütigem Trainingsumfang. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, die Sportart. Wir können sehen, hier ist die Ist-Zufuhr, also der Anteil der Energieträger in Prozent bezogen auf die Energiezufuhr, liegt bei 47% Kohlenhydrate und man wünscht sich eher 55 bis 60%. Fettzufuhr ist entsprechend etwas höher und die Proteinzufuhr liegt im Bereich dessen, was man erwartet, was ausreichend ist. Jetzt sind diese prozentualen Angaben nicht nur bedingt hilfreich. Wir bedienen uns eigentlich wesentlich mehr den Angaben in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da liegt die Athletin bei knapp 6 Gramm. Das ist im unteren Bereich der Sollwerte. Das ist ganz stark abhängig,
welche Trainingsbelastung vorliegt. Und da ist es nicht so leicht, wirklich eindeutig einen Bedarfswert abzuleiten. Die Proteinzufuhr sollte im Bereich von 1,2 bis 1,7 Gramm liegen. Kann auch schon mal höher sein in bestimmten Phasen wie Gewichtsreduktion, aber da gehen wir jetzt erstmal nicht von aus. Und die Fettzufuhr eher im Bereich 1 Gramm, vielleicht auch 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da sehen wir, war die Athletin mit 2,2 Gramm doch deutlich über dem Soll. Die Mikronährstoffwerte muss man schon zurückhaltend interpretieren. Sie geben so einen Hinweis, aber wir dürfen nicht sagen, wenn eine Person in Anlehnung an die prozentuale Erfüllung, und da nehmen wir die DAH-Referenzwerte, das sind also die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Normalbürger und nicht sportspezifische Werte, die gibt es nämlich gar nicht. Und wenn wir hier eine Zufuhr an Vitamin D von 2,2 Mikrogramm haben und empfohlene Werte von 10 Mikrogramm, dann ist natürlich die Zufuhr nur 20% dessen, was eigentlich erwartet wird. Da wir aber natürlich, zumindest in den Sommermonaten beim Vitamin D, auch noch eine endogene Synthese haben über UVB-Strahlung, zeigt diese Zufuhr nicht zwingend einen Mangel an, sondern eben nur, dass die Versorgung mit Vitamin D über die Nahrung nicht den Empfehlungen gerecht wird. Und das gilt für alle Nährstoffe, zum Beispiel auch Eisen. 87%, 13 Milligramm wird aufgenommen bzw. zugeführt, 15 Milligramm ist die Zufuhrempfehlung. Das wird nicht erreicht. Aber Eisen bewerten, die Zufuhr können wir in dem Fall nur sagen, die Zufuhr deckt nicht dessen, was aufgenommen werden soll. Aber wo die individuelle optimale Zufuhrmenge ist, die wissen wir nicht. Und deswegen sagen wir immer, über Ernährungsprotokolle lässt sich ein Mangel nicht ohne weiteres definieren, sondern nur einen Hinweis geben, wie die Lebensmittelauswahl ist, welche Konsequenzen das auf die Nährstoffzufuhr hat. Und eben wie beim Eisen und beim Vitamin D muss man den entsprechenden Blutmarker oder auch verschiedene Blutmarker wählen, um dann tatsächlich auch einen Mangel diagnostizieren zu können. Das machen in Teilen die Kollegen aus der Sportmedizin, die Silvia 18 wird ja später auch noch was dazu sagen. Wir versuchen dann diese Zahlen, die wir hier auf diesem Slide sehen, die natürlich erstmal vielleicht auch erdrückend sind, die besprechen wir aber nicht alle, weil es nicht zielführend ist, in so einem Gespräch auf jede einzelne Zahl einzugehen, sondern wir suchen uns die wesentlichen Dinge aus und kategorisieren eigentlich bezüglich Nährstoffe vier Themen. Wie ist die Getränkezufuhr und die Getränkeauswahl? Passt das zu dem, was wir glauben, was notwendig ist? Wohl wissen, dass wir eigentlich gar nicht sagen können, wie hoch die Schweißverluste sind, aber das kann man so ein bisschen über Normwerte hochrechnen. Aber wenn wir da Extremfälle haben und im Gespräch vielleicht auch jemand von einer hohen Schweißbildungsrate spricht, besteht ja die Möglichkeit, da auch über andere Messungen nochmal vertiefend das ganze Thema aufzuarbeiten. Die Kohlenhydratzufuhr wird hier eben nochmal dargestellt und auch der Range, den ich vorhin schon mal in der Grafik gezeigt habe. Wir geben nochmal ein paar Hinweise, welche Lebensmittelgruppen hier überhaupt Kohlenhydrate liefern, damit das auch die Lebensmittelkompetenz bei den jungen Sportlern entwickelt wird und denen klar ist, wenn in bestimmten Phasen mehr Kohlenhydrate benötigt werden, dann muss ich natürlich auch wissen, welche Lebensmittel ich dafür einkaufen muss oder zumindest auf den Teller legen und dass eben hier auch Kompetenzen entwickelt werden. Das gleiche gilt für Protein, Zufuhr. Hier war eh sowieso eine gute Zufuhr erzielt und geben da auch dann nicht nur in diesem Text, sondern auch in einem anderen Text, der dann generell verteilt wird, Hinweise zu proteinhaltigen Lebensmittelquellen und geben auch in diesem Fall dann Hinweise, dass die Fettzufuhr unnötig hoch ist, oftmals dann aus gesättigten Fetten. Das muss jetzt bei einem 16-jährigen oder einer 16-jährigen Athletin noch kein Problem sein, aber dass man langfristig dann auch aufzeigt, welche Alternativen es gibt, an proteinreiche, fettreduzierte Lebensmittel zu kommen und gegebenenfalls vielleicht bei Fett den Konsum etwas zu reduzieren und im Bereich Kohlenhydrate etwas dann zu steigern. Das sind dann Dinge, die wir in den Gesprächen inhaltlich mit den Sportlern zusammen aufarbeiten und natürlich nicht nur in Form von Zahlen, aber da komme ich später nochmal drauf zurück, auch in Form von Lebensmitteltipps oder ja, praktischen Hilfen bis hin zu Rezepten. Wenn wir so einen Datensatz dann haben, in dem Fall, ich hatte ja vorhin schon mal von den 303 gesprochen, da auch aus dem Datensatz, das war so ein Zwischenfazit unserer Daten, dann sehen wir eben,
Ja, unsere jungen Athleten im Nachwuchsbereich wird erwartet bei einer Trainingsbelastung, vielleicht in dem Fall im Mittel hatten wir ja 100 Minuten, dass wahrscheinlich 5 bis 7 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht eine gute Zielgröße darstellen. Da könnten wir sagen, ja klar, im Mittel sind die drin, zwar im unteren Bereich, aber es ist alles okay. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen hier statistisch fit ist, sieht sofort, dass wir auch eine recht hohe Standardabweichung haben. Und das zeigt eigentlich dann schon, dass ein relativ hoher Anteil wahrscheinlich drunter liegt. Und so gesehen ist schon das Thema die niedrige Kohlenhydratzufuhr immer wieder Bestandteil der Beratungen, dass wir darauf hinweisen wollen, A, wie ist die Kohlenhydratzufuhr generell im Alltag zu realisieren und B, natürlich auch, da komme ich später darauf zurück, nochmal der Zeitpunkt der Zufuhr, zum Beispiel im Tagesverlauf. Und Ähnliches gilt auch für das Thema Protein. Da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, im Mittel liegen die ganz gut, aber wir haben auch hier wieder eine recht hohe Standardabweichung. Da werden manche deutlich höher liegen als die Empfehlungen, manche deutlich drunter. Und je nachdem macht es Sinn, das anzusprechen, weil vielleicht das Thema Protein überproportioniert bewertet wird von manchen Sportlern und dann noch vielleicht noch neben einer hohen Proteinzufuhr über die Nahrung noch ein Shake zusätzlich gewählt. Und das kann ja durchaus die Nährstoffzufuhr aus anderen Nährstoffbereichen verdrängen. In einem zweiten Teil der Gespräche gehen wir nicht nur auf physiologische Werte ein. Das ist auch nicht immer so leicht für die jungen Athleten, da über Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß zu sprechen. Das kennen die vielleicht teilweise aus der Biologie, die Begrifflichkeiten. Aber wir versuchen das nicht so technisch umzusetzen, wie es sich jetzt vielleicht auch anhört oder liest. Sondern wir gehen dann auf jeden Fall auch nochmal auf Lebensmittelgruppen ein und da nehmen wir auch allgemeine Empfehlungen hinsichtlich Gemüse- und Obstzufuhr, die hier teilweise verfügbar sind. Und wir sehen aber jetzt bei dieser Athletin doch in beiden Bereichen eine hohe Gemüse- und eine hohe Obstzufuhr, dass wir sagen können, super gemacht, weiter so ist eine gute Grundlage für Gesunderhaltung, aber auch haben wir ja in Obst und Gemüse, in den Randschichten viele Pflanzenstoffe, denen auch ja, Unterstützung bei der ja, Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit zugesagt werden. Aber das ist sicherlich noch, dauert noch ein bisschen, dass das wirklich auch aus wissenschaftlicher Ebene dann mit einer gewissen Evidenz dann auch gesichert ist. Milchprodukte sind zum Beispiel wichtig als Kalziumlieferanten. Klar, wenn wir jetzt jemanden hätten, der Milchprodukte oder die Milchprodukte nicht vertragen können oder konsumieren möchten, müssen wir uns dann unterhalten, welche Alternativen es gibt. Das heißt also, wir können hier so ein bisschen aufzeigen, wie die Auswahl aus verschiedenen Lebensmittelquellen ist und können das dann auch thematisieren und dann auch praktische Tipps zu den einzelnen Lebensmitteln geben. Und wie vorhin schon mal angedeutet, das Ganze versuchen wir dann zu ergänzen, in letzter Zeit auch noch mal ein bisschen mehr, indem wir versuchen, einfache Rezepte zu formulieren oder auch mal eine Infografik zu einzelnen Nährstoffen aufzubauen. Und ich glaube, die meisten kennen das vielleicht. Wenn nicht, dann gerne der Hinweis, die liegen auch frei verfügbar bei Momentum Add-on und können dort dann auch genutzt werden und auch gerne weitergegeben werden in die eigene Trainingsgruppe zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob klar wird, dass da schon ein gewisser Aufwand dahinter steckt. Könnte man sagen, warum macht ihr euch so einen riesen Aufwand? Macht doch eine Analyse über irgendwelche Genanalysen oder sonstiges oder Analysen des Mikrobioms und dann kriegt ihr mit, was wo defizitär ist und welche Lebensmittel jemand verträgt und welche nicht und was gegessen werden soll. Und da muss man sagen, das fände ich super, wenn es das gibt. Und wir müssen gar nicht mehr große, aufwendige Protokolle machen, sondern nutzen uns 3 oder 5 Milliliter Blut oder ein bisschen Speichel. Also alles schön und gut, aber diese DNA-Analyse, die mag vielleicht auch qualitativ gut sein, nur ist es momentan laut verschiedenen Autoren nicht möglich, aufgrund der genetischen Ausstattung eines Menschen, aber auch der Zusammensetzung der Darmmikrobiota personalisierte Ernährungsempfehlungen zu geben. Diese Evidenz liegt nach wie vor nicht vor. Aber was wir machen können, ist, die Ernährungssituation hinsichtlich bestimmter Merkmale wie Alter, Geschlecht, körperliche Aktivität, sonstiger Gesundheitsstatus und auch Alltagssituation anpassen und berücksichtigen. Und ich denke, das machen wir auch schon seit 2006 und nicht erst seit 2009.
19, aber ich glaube, das ist ganz wichtig beim Erfolg einer Ernährungsberatung, dass wir eben in dem Maße individuell auf die Personen eingehen, wie es eben dann auch möglich ist. Das ist nicht alles natürlich immer möglich. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele von Ihnen jetzt hier Trainer sind. Vielleicht kommt ja auch nachher nochmal eine Frage. Und das ist eben das, was wir bisher so im Basischeck anbieten und auch weiterhin anbieten wollen, damit eben die nachwachsende Generation hier eine Chance hat, ihre Ernährungssituation mal auf diese Art und Weise erfassen zu können. Aber es macht natürlich nur Sinn, wenn eine gewisse Grundmotivation da ist, das auch zu tun und wenn auch klar ist, warum man das macht. Nicht für uns, nicht um Daten zu generieren für ein Forschungsprojekt, sondern wirklich für die persönliche Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Athleten und Athletinnen, die vielleicht das dritte oder vierte Mal den Basischeck machen. Da kann ich verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ist mir jetzt zum dritten oder vierten Mal zu viel, ich habe meine Infos, das reicht mir. Und für die, aber natürlich auch generell für andere, das wollen wir oder machen wir schon, aber wollen wir in Zukunft nochmal stärker eine zweite Form der Protokollierung anbieten. Das ist dann auch, hatte ich vorgestellt auf dem NRW-Kongress, dass das Timing in der Sporternährung natürlich schon eine wichtige Größe darstellt. Und hier geht es uns eher um den Zeitpunkt der Nährstoffzufuhr an einem Trainingstag beziehungsweise rund um das Training. Und da spielt vor allem für die Trainingsqualität, die Aufrechterhaltung der Trainingsqualität, die Kohlenhydratzufuhr eine wichtige Rolle und die Wasserzufuhr, also sprich Flüssigkeitsmanagement. Und nach dem Training geht es regenerativ darum, dass eben Kohlenhydrate wieder ausgeglichen werden, eine gewisse Menge Protein durchaus bei intensiven Einheiten sinnvoll ist, um regenerative Prozesse anzuregen. Aber natürlich auch der verlorene Schweiß wieder ausgeglichen wird. Und daher konzentrieren wir uns eigentlich auf diese drei Themenfelder. Und da ist jetzt was verrutscht, das gehört nicht hier rein, dass eben wir hier ein Ernährungsprotokoll haben, das eben anders ist als das vorhin vorgestellte, wo nicht über Strichlisten gearbeitet wird, sondern es ist dann ein sogenanntes Schätzprotokoll, beziehungsweise wenn jemand mit einer Haushaltswaage das abwägen möchte, kann das auch ein Wiegeprotokoll sein. Und wir hätten gerne in den einzelnen Stunden vor einem intensiven Training, darauf wollen wir uns konzentrieren, wobei intensiv eben durchaus subjektiv sein kann, dass eben hier aufgeschrieben wird Gnocchis mit Cherry-Tomaten und kleine Mozzarella, wahrscheinlich so eine Gnocchi-Pfanne, war 3 Stunden vor einem Training und kurz vorher noch mal etwas Studentenfutter, danach dann Reiswaffeln mit Erdnussmus und später noch eine Rindfleischsuppe mit Baguette. Und dann kann man das entsprechend auswerten und überlegen, inwieweit das zu dem dokumentierten Training passt, wie hoch ist die Proteinzufuhr nachher, wie ist die Kohlenhydratzufuhr rund um das Training, aber auch beim Training. Wir sehen, hier ist nichts passiert bei einem 2,5-stündigen Training, ohne jetzt zu sehr auf die Intensitäten eingehen zu wollen. Aber normalerweise würde man bei 2 Stunden 30 Training sagen, A, sollte Wasser getrunken werden, B, vielleicht auch ein paar Kohlenhydrate in Form von einem Sportgetränk oder Riegel aufgenommen werden, um mental wie körperlich die Leistungsfähigkeit möglichst lange aufrechtzuerhalten und nicht vielleicht schon in der zweiten Hälfte des Trainings müde zu sein, was dann vielleicht mit Konzentration und koordinativen Verlusten oder zumindest negativ Auswirkungen haben kann. Das heißt also, hier gehen wir spezifisch nur auf besondere Trainingsbelastungen ein, auf eher intensive Einheiten, weil dieses Timing der Sporternährung macht, bei einer Dreiviertelstunde Stabis spielt es jetzt keine Rolle, sondern hier würden wir mit den Athleten und Athletinnen oder eben mit den Trainern gezielt intensive Einheiten auswählen, um das Thema dann auch noch individueller behandeln zu können. Und da möchte ich zum Schluss eben auch auf verschiedene Infografiken, die wir bei Momentum Add-on platziert haben, hinweisen. Das heißt also, themenspezifisch Informationen geben, dann aber auch praktische Informationen geben, die dann vielleicht genutzt werden können, um zum Beispiel im Rahmen des Timings der Sporternährung über solche Protein Balls oder eben diese Haferflocken-Cookies auf eine gute Kohlenhydrat- oder Proteinzufuhr zu kommen, rund um
das Training. Und so schließe ich mit einer Folie, mit der ich angefangen habe. Wir sind an den Start gegangen 2006 mit der Station Ernährungsberatung, Analyse, wie auch immer, um den Ernährungsstatus zu erfassen, zu bewerten hinsichtlich Gesundheit, Belastung und Sportart. Das sind drei große Begriffe, die natürlich sehr komplex sind und so einfach ist das nicht, da einfach mal ein Ernährungsprotokoll zu machen und das zu erheben. Aber ich denke, wir haben eine ganz gute Mischung gefunden zwischen individueller Ernährungsberatung und wirklich konkreten Tipps und Infos an die jungen Athleten. Da muss man ganz klar dazu sagen, zumindest mein Kenntnisstand, während wir an den Olympiastützpunkten Bundeskader haben, in NK1 aufwärts, dann PK und OK, die werden, je nachdem, können die auf eine individuelle Ernährungsberatung zugreifen. Haben wir im NK2-Bereich oder LK sowas gar nicht. Und ich denke, da können wir eine sehr gut mit dem Momentum-Projekt eine sehr gute Lücke schließen und diesen jungen Athleten ja, auf dem Schritt zum Erwachsenenathleten Infos zur Seite geben, die ihnen helfen können, da einen Schritt voranzukommen bei dem Thema. Und natürlich gewinnen wir auch Daten, die aus Forschungssicht nicht uninteressant sind. Keine Frage. Gut. Das war's, zumindest folientechnisch von meiner Seite, aber gerne.